Wir sprechen heute über den kostenträchtigsten Teil der Lithium-Ionen-Batterie, die Kathode, genauer gesagt Kathodenmaterial, mit Max Fichtner, Professor für Festkörperchemie an der Universität Ulm und Direktor des Center for Electrochemical Energy Storage in Ulm und Karlsruhe, sowie mit Christian Günther, Chief Executive Battery Materials, Johnson Matthey. Johnson Matthey ist ein englisches Unternehmen mit 15.000 Beschäftigten und knapp 4,5 Milliarden Euro Umsatz. Neues Geschäftsfeld von Johnson Matthey sind Batteriematerialien. Das erste Werk in Polen ist im Bau und soll ab 2024 sogenanntes High-Nickel-Kathodenmaterial, abgekürzt eLNO, für die Autoindustrie produzieren. Parallel dazu ist man auch Lieferant von Lithium-Eisenphosphat für Kathodenmaterialien an namhafte Zellhersteller. Herr Günther, Sie haben vor ein paar Tagen Ihr neues Battery Technology Center in Oxford, England, in Betrieb genommen. Gleichzeitig spielen Kathodenmaterialien eine Schlüsselrolle in Ihren Batterieaktivitäten. Was genau wollen Sie mit diesem neuen Center leisten? Vielen Dank, Herr Dünnenhöfer. Unser Battery Technology Center in Oxford soll die Lücke schließen zwischen unseren Kunden, das sind die Automobilhersteller und die Zellhersteller einerseits, und unserer Materialentwicklung. Aufgabe dieses Applikationszentrums ist es, neueste Kathodenmaterialentwicklungen in Batteriezellen unter realen Bedingungen zu testen und daraus entsprechende Batteriedaten für unsere Kunden zu generieren. Damit wollen wir in Partnerschaft mit den Kunden die spezifischen Anforderungen in ein ganz konkretes Materialdesign umsetzen. Ein Beispiel: Wir fertigen am Standort Oxford Batterievollzellen bis zu 2 Amperestunden, um Kenndaten zu bekommen, beispielsweise zu Zyklenfestigkeit, zu Safety-Verhalten und zur Batterieperformance über verschiedene Temperaturen und Ladespannungen. Max Fichtner, Sie sind an vorderster Forschungsfront unterwegs. Sie haben auch ein kleines Herz für Lithium-Eisenphosphat. Für Lithium-Eisenphosphat-Zellen. Lithium-Eisenphosphat gilt eher als traditionell im Vergleich etwa mit Lithium-Kobalt oder mit Lithium-Nickel-Mangan-Kobaltoxide für die Kathoden. Elon Musk setzt auf Lithium-Eisenphosphat-Zellen im Model 3, das in Shanghai produziert wird. Ist es nur eine preisgünstige Lösung, die man da hat mit Lithium-Eisenphosphat, die eben nicht ganz die Leistungsdaten der Kobalt-Kathode hat? Oder hat die Lithium-Eisenphosphat-Kathode Potenzial? Was kann man aus Sicht der Wissenschaft da in den nächsten Jahren erwarten? Naja, ich würde mal sagen, das Lithium-Eisenphosphat ist per se ist einigermaßen ausentwickelt, sage ich mal. Trotzdem hat es ja eine überraschende Kehrtwende gegeben in der Automobilbatterieentwicklung. Und man ist vor ein paar Jahren noch davon ausgegangen, dass Lithium-Eisenphosphat also auf keinen Fall eine Lösung darstellt, um ein Auto auf die Straße zu bringen, das vernünftige Reichweite. Und der Grund ist einfach, wenn wir es jetzt gegenüberstellen zu irgendeinem NMC-Material oder zu Kobaltoxid, der Grund ist einfach die viel geringere Dichte. Wir haben bei Kobaltoxid zum Beispiel eine Dichte, die über 6 Gramm pro Kubikzentimeter liegt. Und bei Lithium-Eisenphosphat haben wir 2,6 Gramm. Das heißt, es nimmt viel mehr Volumen ein als das schwerere Kobaltoxid. Das ist auch der Grund, weshalb das reine Kobaltoxid heute vor allem in Handys und Notebooks noch zu finden sind, weil die brauchen eben kompakte Batterien. Der Grund, weshalb jetzt diese Renaissance auf einmal möglich ist liegt in einem Redesign der ganzen Batterie. Bisher ist es ja so, dass man die Batterie stückchenweise sich aufgebaut denken muss von der Zelle. Dann steckt man diese Zellen zusammen zu einem sogenannten Modul und dann hat man meinetwegen 16 solcher Module, die man dann in ein Gehäuse stellt. Das ist dann der Batteriepack und alles muss dann miteinander verbunden werden. Bei jedem dieser Schritte
verdünnen sie das Material, weil sie fügen jedes Mal Aufbau- und Verbindungstechnik dazu, Packaging, zusätzliche Hilfsaggregate. Und das ist eine Sache, die einfach dazu führt, dass am Ende in der Gesamtbatterie nur noch 25% Speichermaterial enthalten ist. So, jetzt ist man hergegangen, und das kommt auch wieder aus China von der Firma KTL. Die haben als erstes das sogenannte Cell-to-Pack-Design propagiert, wo man praktisch über die gesamte Länge des Batteriepacks eine Zelle macht. Ja, und dadurch sparen die eine Menge Platz und gewinnen eine Menge Volumen. Und dadurch ist es jetzt möglich, zwei Dinge zu machen. Wir können dadurch, dass wir jetzt mehr Platz haben, um Speichermaterial unterzubringen, können wir entweder den Platz nutzen und mit den besten verfügbaren Materialien bestücken. Dadurch wird die Reichweite nochmal um, ich sag mal, 30-50% verlängerbar. Je nachdem, was man für ein Batteriedesign tatsächlich hat. Oder wir gehen vielleicht jetzt nicht unbedingt einen Schritt zurück, aber in eine andere Richtung und ersetzen das viel kritisierte kobalthaltige Material. In Zukunft wird es vielleicht auch noch eine Diskussion über Nickel geben. Ersetzen wir durch ein Material, was einfach viel häufiger vorkommt, was man bergmännisch abbauen kann, was viel, viel billiger ist. Und das ist das Eisenphosphat. Das Eisenphosphat hat noch ein paar andere Vorteile. Also erstens mal lässt sich sehr, sehr stabil B- und Entladen. Man rechnet da mit 10.000 Zyklen. Man hat es auch in den Hausspeichern für die Photovoltaik. Dann ist es sehr sicher. Ja, also die ersten Batterien jetzt von BYD, die gebaut wurden, da können Sie diesen berühmten Nagelpenetrationstest machen. Die Batterie erhitzt sich nicht mehr, die fängt nicht mehr an zu brennen, so wie das halt bei der klassischen NMC-basierten Batterie der Fall ist. Sie können die Batterie verbiegen, auch bei einem Crash, da passiert nichts mehr. Das ist also ein Gewinn bei der Sicherheit, ein Gewinn bei der Langlebigkeit, ein Gewinn bei der Nachhaltigkeit und vor allem auch ein Gewinn bei den Kosten. Die Batteriekosten werden dominiert auch durch die Kathode, das ist ja unser Thema heute hier. Und das Eisenphosphat kostet halt nur einen Bruchteil von dem, was wir im Augenblick für ein NMC-Material bezahlen. Und dadurch sind jetzt auch diese magischen Grenzen unterschritten worden von $100 pro Kilowattstunde, ab dem dann ein Batteriefahrzeug kostengünstiger sein kann als ein Verbrenner. Also eine gewisse Renaissance durch Zelldesign, wie Sie es ausgedrückt haben, mit Lithium-Eisenphosphat. Herr Günther, Sie produzieren ja Lithium-Eisenphosphat oder Kathodenmaterial für Lithium-Eisenphosphatzellen. Eröffnet die Nutzung von Tesla in Shanghai neues Potenzial nach Ihrer Einschätzung für Lithium-Eisenphosphat bei den Autobauern? Welche Entwicklungen sehen Sie da und welche Rolle spielt da Ihr neues Zentrum in Oxford? Als Johnson Matthey bieten wir LFP an, wie Sie gerade gesagt haben, und zwar sowohl LFP als auch nickelbasierte Kathodenmaterialien. Und in diesem Punkt, dass wir so beides machen, sind wir, soweit ich weiß, aktuell der einzige Kathodenmaterialanbieter außerhalb von China. Und das ist nicht nur für Firmen wie Tesla interessant, das haben Sie genannt, sondern wir sehen auch, dass eine ganze Reihe Automobilhersteller LFP-Kathodenmaterialien in Erwägung ziehen, und zwar insbesondere für das Einstiegssegment von Fahrzeugen. Wobei wir gleichzeitig auch sehen, dass die nickelbasierten Kathodenmaterialien die deutlich größere Masse ausmachen werden. Und weil das so ist, investiert Johnson Matthey aktuell insbesondere in die Fertigung von den von Ihnen schon genannten eLNO, das steht für Enhanced Lithium Nickel Oxide, Hochnickel-Kathodenmaterialien, die wir zukünftig in Polen und in Finnland produzieren werden. Die Technologiezentren, wie das in Oxford, helfen uns, das gesamte Portfolio, also sei es eLNO oder LFP oder auch andere, für unsere Kunden zu testen und dann auf den Kundennutzen, auf die spezifischen Anforderungen des Kunden anzupassen. Max Fischner, Standard bei Batterien für Elektroautos sind heute überwiegend Kathoden, in denen mehr oder weniger Kobalt zum Einsatz kommt. Wir hatten es ja eben schon angesprochen. Ziel ist dabei eher das weniger Kobalt, wie zum Beispiel bei S-Volt, die dann Nickel-Mangan-Batteriezellen vorführen
und dann ganz kobaltfrei werden wollen. Welches Potenzial haben eigentlich die Klassiker in Bezug auf Kosten, Energiedichte, Zyklenfestigkeit, Schnellladefähigkeit, Sicherheit? Welche Effizienzen kann man da noch gewinnen? Oder ist von der Materialseite bei den Kobaltzellen und Kobaltmaterialien schon fast alles ausgereizt? Nee, es kommt darauf an, wie man drauf schaut. Bei diesen Materialien ist es generell so, dass man sagen kann, Kobalt macht eigentlich alles besser. Ja? Insofern ist es schwierig, das Kobalt tatsächlich zu ersetzen. Sie haben jetzt das Beispiel S-Volt erwähnt, die haben das sogenannte NMX in der Vorbereitung. Das ist auch ein kobaltfreies Material. Und das ist nach dem, was man so weiß, ist es ein Kompromiss. Ja, es ist ein Material, was eine ganz gute Speicherkapazität hat, sage ich mal. Aber es ist noch nicht, ich sage mal, von der Speicherkapazität das beste Material. Aber gleichzeitig ist es ein Material, was einigermaßen vernünftig stabil ist. Wir müssen nämlich hier auch einen Blick auf die Sicherheit richten. Wenn wir uns immer stärker in Richtung reines Nickel bewegen, also reines Nickeloxid, haben wir unter Umständen ein Sicherheitsproblem, was höher ist als das, was wir im Augenblick haben. Das liegt einfach daran, dass sich Nickeloxid ab 170, 180 Grad thermisch zersetzt. Und dann haben sie plötzlich reinen Sauerstoff und katalytisch verteiltes, feines Nickel in ihrer Batterie. Und das wollen sie nicht haben. Und das ist der Grund, weshalb man da auch immer das Ganze entsprechend begleiten muss. Man kann das auch mit aufgebauten Schichtstrukturen versuchen, in den Griff zu bekommen und die Stabilität dadurch zu erhöhen. Aber generell ist es so, dass man, wenn man das Kobalt komplett reduziert, dass man da jetzt von der Speicherkapazität, also volumetrisch, aber vielleicht auch gravimetrisch, dass da die Bäume nicht mehr in den Himmel wachsen. Herr Günther, Sie sprechen ja und investieren viel in Ihrer Forschung in Ihr sogenanntes eLNO, also Kathodenmaterial mit sehr hohem Nickelanteil. Herr Fichtner hat es gerade nochmal diskutiert. Nickel hat Vorteile, aber auch dann Nachteile. Welche Verbesserung erreichen Sie mit Ihrem eLNO gegenüber den derzeitigen Materialien, wie diese Lithium-Nickel-Kobalt-Mangan-Oxide, zum Beispiel im Preis, bei Energiedichte, Zyklenfestigkeit oder Schnellladefähigkeit? Wo sehen Sie die Potenziale für Ihr eLNO? Unser eLNO-Kathodenmaterial ist nicht ein Material. Es ist eine Produktfamilie, ein Produktportfolio von hochnickelbasierten Kathodenmaterialien. Und was das bedeutet, ist ein Nickelanteil von deutlich über 85%. Und weil das eine Familie ist, die wir anpassen können auf das, was die Kunden spezifisch wollen, sind wir relativ flexibel, was den Kobaltgehalt angeht. Die neuesten Entwicklungen, die wir sehen im Bereich eLNO, haben einen Kobaltanteil von deutlich unter 10%. Aber am Ende sind es die gerade von Ihnen erwähnten Parameter Energiedichte und Zyklenfestigkeit, die wir gegeneinander abwägen müssen. Hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit ist unser eLNO derzeitigen Kathodenmaterialien wie zum Beispiel NMC 811 insbesondere in der Energiedichte überlegen, bei in etwa gleicher Zyklenfestigkeit. Auch in Sachen Schnellladefähigkeit ist eLNO dem NMC 811 relativ ähnlich. Das Gleiche gilt preislich. Da gibt es noch weitere Potenziale, das auszureizen. Wir reden da über Technologien wie Coating und andere. Insofern werden wir da sicher noch neue Entwicklungen in den kommenden Jahren sehen. Max Fichtner, Kathodenmaterial ist ja eine unendliche Geschichte und es ist eben der teuerste Teil, der kostenträchtigste Teil in der Zelle, die Kathode. Spannend hören sich jetzt Ankündigungen eines australischen Startups, Graphene Manufacturing Group heißen die an. Statt Lithium sattelt man jetzt auf Aluminium-Ionen um. GMG hat zusammen mit der University of Queensland
eine Aluminium-Ionenzelle entwickelt, die 60 Mal schneller als Lithium-Ionen-Batterien laden, erheblich höhere Energiedichten bietet, deutlich sicherer sind, da das Überhitzungsproblem quasi nicht mehr existiert. Die Graphene Manufacturing Group spricht von ihrer Zelle sehr euphorisch und als Superkondensator. Können Sie die Aluminium-Ionen-Zelle für uns einordnen? Ist ein bisschen schwierig, zumal die auch auf eine Publikation verweisen, die gar nicht existiert. Ich habe so ein bisschen eher so die Tendenz dazu, dass ich sowas erstmal positiv aufnehme, aber noch nicht bewerten möchte. Bewerten würde ich es dann, wenn andere das genauso vielleicht mal nachgebaut haben, zu ähnlichen Schlüssen kommen und wo man dann sagt, ja, das ist ein neues Ding. Was mich ein bisschen wundert, ist die Aussage, wie viel schneller soll das sein? 60 Mal schneller? Ja. Die Frage ist für mich, auf was für eine Basis die beruhen. Gehen die davon aus, dass die Lithium-Ionen-Batterie nur mit einem C geladen werden kann, also einmal pro Stunde? Das wäre sicher falsch. Ja. Und wenn sie jetzt sagen wir mal 5C, manche machen auch 10C, dann hätten sie also irgendwie eine Beladung in ein paar Sekunden. Ja. Die Frage für mich stellt sich dann, wie kriegen sie denn die Energie an so eine Batterie ran? Ja, also nur mal ein kleines Rechenbeispiel, wenn sie eine 70 Kilowattstunden Batterie haben in ihrem Auto und wollen die in 6 Minuten beladen, ja, das ist eine Zehntelstunde, da brauchen sie also eine Anschlussleistung von 700 Kilowatt elektrisch plus Verlustleistung, dann müssen das Ganze noch kühlen, da sind sie mal schnell bei einem Megawatt. Ja. Und das ist für 6 Minuten. Wenn sie dann unterhalb von einer Minute beladen müssen, dann sind sie im Bereich mehrerer Megawatts. Ich frage mich manchmal, wie sinnhaftig solche Äußerungen sind, ja, oder solche Ankündigungen. Also ich würde einfach mal positiv drauf schauen und warten, hoffen, dass die Veröffentlichung tatsächlich noch kommt, auf die sie sich beziehen. Aber im Augenblick würde ich sagen, beobachten und dann zu gegebener Zeit sich melden. Also Knopfzellen haben sie schon und die wollen sie angeblich in diesem Jahr dann oder im nächsten Jahr schon für Handybatterien machen. Und für Auto wird es dann noch ein bisschen was länger dauern, aber schauen wir uns dann im Detail an und dann kann man vielleicht besser einschätzen. Als Knopfzellen das, haben alle, ja. Herr Dieter, wenn Sie jetzt in die nächsten 10 Jahre schauen, was werden Ihrer Einschätzung nach die Quantensprünge beim Batteriematerial inklusive der Produktion, das ist ja wichtig sein. Materialfindung im neuen Center in Oxford, hat er sicher eine Strategie-Map in Ihrer Schublade oder in der Schublade. Wie wichtig ist in der Produktion das große Thema Skalierung? In der Branche sucht man nach Scale-Up-Faktoren bis zum Wert 5, also fünffache Prozesskostensenkung. Wie sind da Ihre Einschätzungen und Ihre Erfahrungen aus Ihrem Center in Oxford dazu? Vielleicht eine Vorbemerkung. Im Bereich IT reden wir oft von Moore's Law, das heißt eine regelmäßige Verdopplung eines bestimmten Parameters, einer bestimmten Leistung. Wir sehen das Gleiche nicht in der Batteriematerialforschung. Wir sehen hier eher ein lineares Wachstum. Vor dem Hintergrund sehe ich 3 wesentliche Entwicklungen. Das eine ist, die kind of konventionelle Lithium-Ionen-Batterietechnologie wird verbessert werden durch bessere Batteriematerialien hinsichtlich Energiedichte, Schnellladefähigkeit und Sicherheit. Und was wir da zum Beispiel sehen werden, sind Kathodenmaterialien mit einem extrem hohen Nickelanteil, deutlich über 90%, die Energiedichte konventioneller Lithium-Ionen-Batterien und damit die Reichweite von reinen Elektrofahrzeugen deutlich steigern werden. Und im gleichen Bereich Silizium-basierte Anodenmaterialien,
an denen wir als Johnson Matthey ja auch forschen, werden verstärkt in Erscheinung treten und die konventionellen Graphit-Anoden-Materialien zumindest teilweise ersetzen. Und da sind wir noch am Anfang der Kommerzialisierung, aber wir sind in diesem Bereich aktiv. Das war der erste Trend. Die konventionelle Technologie wird sich weiterentwickeln. Zweitens glauben wir, dass wir unter Umständen einen Technologiesprung sehen könnten in Richtung Festkörperbatterien, die sogenannten Solid-State-Batteries. Über die wird zurzeit sehr, sehr viel diskutiert. Wir wissen das alle. Da gibt es eine ganze Reihe von Startups. QuantumScape ist Solid Power und so weiter, sind in aller Munde. Wir wissen das. Und auch wir bei Johnson Matthey sehen Solid-State-Batteries in our Technologie-Roadmap und werden auch dafür Kathodenmaterialien entwickeln, typischerweise aus unserer INNO-Familie heraus, wenn wir in diese Richtung gehen. Und unser Technologie-Center in Oxford wird da sicher einen ganz entscheidenden Beitrag leisten, weil es uns erlaubt, zusammenzuarbeiten mit unseren Kunden, unter den Bedingungen unserer Kunden die Materialien zu testen und so weiterentwickeln. Aber es gibt noch einen dritten Trend, und den hatten Sie gerade angesprochen, das ist die Skalierung. Ich glaube, dass Skalierung von enormer Bedeutung ist. Diese Skaleneffekte sind nötig, um die Elektromobilität von der Nische zum Massenprodukt zu entwickeln. Und das erfordert eine weitere Senkung der Preise der Batterien. Das gilt nicht nur für die Batteriematerialien selbst, zum Beispiel Kathodenmaterialien, Anodenmaterialien, Separator und so weiter, sondern die gesamte Wertschöpfungskette muss hochskaliert werden. Das fängt an mit dem Bergbau der kritischen Rohstoffe und deren Refining. Das gilt natürlich für die Kathodenmaterialien, aber das gilt auch für den gesamten Bereich bis hin zur Batteriezellproduktion. Nur dann, wenn wir es schaffen, diese gesamte Wertschöpfungskette auszubalancieren und hochzuskalieren, nur dann wird es uns gelingen, Elektroautos wirklich in die breite Masse zu bringen. Also, der Fokus muss sein, die gesamte Wertschöpfungskette an allen Elementen unter genaue Betrachtung zu nehmen. Meine Damen und Herren, wir haben heute über das Pudelskern der Batterie gesprochen, über die Batteriematerialien. Unsere Universitäten und Industrien haben sehr viel erreicht, aber es gibt natürlich noch viele Goldnuggets, auf die wir hoffen, dass sie entdeckt werden, dass sie industrialisiert werden. Herr Günther, Herr Fichtner, geben Sie uns einfach mal so eine Eisbergprognose. Wie viel Prozent der möglichen Verbesserungen im Materialbereich haben wir heute schon erreicht? Und was schätzen Sie, wie viel können wir noch finden? Herr Günther, was ist Ihre Einschätzung? 35% haben wir erreicht. Da ist noch sehr viel, was passieren wird in den kommenden Jahren. Max Fichtner? Also ist natürlich immer schwer, Voraussagen zu machen, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Ja. Also ich würde mal sagen, vielleicht noch 50%. Okay, also es ist noch unendlich viel Potenzial vorhanden, 50% oder 65%, was wir finden können. Lieber Max Fichtner, lieber Christian Günther, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Es war spannend. Dankeschön.